Ja, hallo, Servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Und Lara hat tatsächlich in die Kamera gesehen. Ja, sie ist ein bisschen schüchtern. Sie schaut nicht gerne in die Kamera. Jo. Wir sind mittendrin im Schlachtgetümmel vom Gerät. 3 von 6. Eines habe ich im Hinterkopf. Da kann ich mich erinnern, dass da was von der Decke gehangen ist. Aber ja, liegen lassen. So, Munition nach. Auffüllen. Wir haben stellenweise die Oberhand bekommen, aber irgendwie, ja, ich glaube, das war der zweite Hüpfung. Ah, da wieder einfach irgendwer im Dunkeln hängt. Ja. Tja, kurze Pause zwischen den Aufnahmesessionen zahlt sich halt einfach aus, ne? Nicht für die Jungs, gegen die wir kämpfen. Der war schnell. Okay, wir gehen auf die Shotgun. Wir können ja relativ schnell wechseln. Oh, da liegt eine Karte. Es ist der erste Winter seit der Mongolen-Invasion. Höchstens jeder dritte von uns wird überleben. Einst hatten wir Marmorpaläste, durch Erdwärme beheizt. Wir hatten den Reichtum und Luxus eines Imperiums. Heute finden wir kaum genug Felle, um unsere Kinder zu wärmen, oder genug Wurzeln und Beeren, um satt zu werden. Wenn wir noch einen Winter überleben wollen, müssen wir uns anpassen. Tun wir das nicht, werden wir Nahrung für die Erde und die Tiere holen sich das Tal zurück. Es liegt jetzt an uns. Nur an uns. Und das relativiert meine letzte Aussage in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen, wo ich sagte, ja, die können ja gut mit dem Tal umgehen und so weiter. Sie waren schon auch irgendwie Tempelbauer und ja, haben den Reichtum genossen. Aber es fand ein Umdenken statt. Ja, so ist das. Ich wollte eigentlich ausweichen und sie attackiert den Typ mit dem Schild einfach mit ihrer Axt. Lara, immer wieder für eine Überraschung gut. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich nicht. So, was war da? Ein Schuh. Ich habe sogar den Schuh weggehämmert. Hashtag Skills. Ja, aber jedenfalls hat ein Umdenken stattgefunden und nachdem sie draufgekommen sind, okay, wir haben uns zu viel geholt, wir müssen uns wieder zurück besinnen. So, was mache ich jetzt? Ich bin leicht verunsichert. Welche Waffe? Die Waffe. Okay, sie steckt sie sogar weg. Das heißt, wir haben das Schlimmste jetzt mal überstanden. Vorerst. Hier ist Team 5, wir gehen jetzt in die Katakomben. Noch wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden, schon unterwegs. Aber nicht mehr für euch. Oh ja, das bin ich. Das ist so geil. Position halten, denkt sie zurück. Verstärkung ist hier, das ist fest. Ja, die Verstärkung ist kacke. Braucht niemand. Versuch's nur. Na los. Aber 51 Schuss. Okay, wir haben es überstanden. Nein, wir haben es nicht überstanden. Feind entdeckt!
So. Wir spielen mal eine Zeit lang Running und Lava. Wo ist er denn jetzt? Also. Alter! Go fuck yourself! Jacob, Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Oh, ist das hübsch. Vor langer Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte. Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Oh, und jetzt läuft's mir kalt den Rücken runter. Neue Ausrüstung erhalten, Drahtseil. Es gab ja bis jetzt immer mystische Wesen oder unheimliche Wesen in jedem Lara Croft-Teil. Und einerseits, dass uns wirklich Sophia hilft, obwohl die ja unsere härteste Gegnerin war und uns fast getötet hätte am Anfang, hat sie uns jetzt auch noch gewarnt vor den unterirdischen Kathedralen und den anderen. Puh, so. Was kann jetzt dieses Drahtseil mehr, was wir nicht davor schon konnten, nämlich ein normales Seil rüberhangeln? War irgendwie wenig Erklärung. Aber ich hoffe, wir können mal jetzt ein bisschen durchschnaufen. Die letzten Folgen waren ja actionlastig hoch 10, richtig geil inszeniert, wie das ganze Spiel. Also für mich ist tatsächlich Hakenaxt. Drücken Sie in der Luft X um die... Oh je. Oh no, das ist schon wieder sowas. Also mir persönlich gefällt ja der Teil am besten. Der übertrifft den Dreierteil sogar noch um Hausnummern. Der Dreier war zwar cool, war auch episch inszeniert stellenweise, aber das Spiel ist einfach im Großen und Ganzen generell richtig top.
Wahnsinn. Und ich bin so froh, dass ich mich entschieden habe, dann alle Teile dann nochmal zu spielen, beziehungsweise nochmal ist gut. Den ersten hatte ich ja schon mal gespielt, aber dann auch den Teil zu spielen. Werfen Sie die Hakenaxt. Wow. Den ersten habe ich ja schon mal gespielt, der Dreier war ja blind und dann eben jetzt den wieder blind. Wo häng ich? Da. So. Und eigentlich, ja, mit nochmal meinte ich, ich habe Lara Croft eigentlich abgeschlossen gehabt nach dem ersten Teil. Ich habe das lange nicht mitbekommen, dass, ja, tatsächlich Teil 2, Rise of the Tomb Raider und dann Shadow of the Tomb Raider rauskamen. Das ist irgendwie so komplett an mir vorbeigezogen. Und das meine ich mit nochmal, also sprich, dass ich mich nochmal auf sie einlasse. Puh, okay, also das mit der Kletterdrahtseilaxt, das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz neue Dimension an Absturzmöglichkeiten. Weil hätte ich das nicht gespielt oder würde ich es nicht spielen? Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Jo, und wenigstens vielleicht kann ich auch einen Hubschrauber abschießen. Also mit dem Spiel wäre man tatsächlich eine Perle entgangen. Was war das jetzt? Das hat jetzt nur ganz kurz aufgeflasht und weg war's. Und ich überlege tatsächlich, ob wir nicht jetzt wieder mal ein paar Durchschnauffolgen machen. Mal sehen, was sich so tut. Mal sehen, ob wir jetzt genug Schrauben haben, dass wir. So viel Gewalt und Tod. Zwei Fähigkeitspunkte. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Gut, ich wollte sie mal wieder ausreden lassen, in der Zwischenzeit mal ansehen, was wir denn tun können. Erleiden sie nachher mal keinen Schaden durch Feinde. Also ich glaube, was das betrifft, sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Da würde es mich schon reizen, wo war das jetzt? Naturforscher. Die sie von jeder Quelle sammeln. Beziehungsweise, und das klang auch nicht schlecht, nämlich die beiden Napalmpfeile und Todes... Ich werde die beiden leveln. Wir haben zwei Punkte, wir schnappen uns das. Weil die Giftpfeile und auch die Brandpfeile, die ich selten einsetze, aber zumindest die Giftpfeile, die helfen schon immens gegen größere Menschengruppen. Waffen-Upgrades. Ja, wir haben ja jetzt endlich das Werkzeug. Stabilisator, Schussfrequenz, Haltezeit. Da können wir dann echt nochmal, aber da fehlen uns drei. Was fehlt uns da jetzt? Diese Bahn mit den Sternchen. Ich weiß es nicht genau. Die Pistole, ich verwende die ja echt nur in Notfällen. Aber wir könnten die vielleicht hochleveln mit mehr Schaden. Wir haben genug Zeug jetzt im Inventar, wir machen das mal. Das wird mich schon mehr reizen. Rückstoßstabilität, Munitionskapazität. Waren wir eigentlich auch ganz gut unterwegs. Puh, mehr 16 Schrauben. 30 haben wir noch. Griff mit Schlaufe. Die maßgefertigte Griffumwicklung erlaubt annähernd sofortiges Aufstemmen von Türen oder Truhen. Anwendbar bei allen Äxten. Würde mich reizen, würde uns 10 Schrauben kosten. Aber ist jetzt nicht wirklich so notwendig. Und jetzt ist halt die Frage, was verwende ich denn öfters? Die Shotgun? Ich glaube aber fast... Wir gönnen uns Munitionskapazität und Rückstoßstabilität.
lange Sicht haben wir die öfters verwendet. So. Gut. Wollen wir mal reinschnuppern in der Folge noch? Ich glaube fast nicht. Oh ja, es sind 15 Minuten Aufnahmezeit. Ich glaube fast schon. Eine Schraube. Dafür, dass wir jetzt so viele Schrauben ausgegeben haben. So. Oh, ich möchte hoch. Da lag viel Stuff. Okay, wir können da raufklettern. Dann plündern wir mal den Eingangsbereich. Und ich brauche dann echt eine Pause. Die letzten 6 Folgen oder 7 Folgen waren eine Aufnahmesession. Und man merkt es vielleicht auch schon, dass ich ja teilweise... Es gibt kein besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig, aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Ja, Wildschwein kann ziemlich biestig sein. Also das ist kein Spaß. So. Ein bisschen ziehen wir uns nach oben. Ich brauche dann echt eine Pause. Die letzten, wie gesagt, 6, 7 Folgen. Eine Aufnahmesession. Aber es war halt einfach tierisch packend. Ein Wahnsinn. Und wie schnell auch die Zeit vergeht. Mir war das so gar nicht bewusst. Aber wenn du dann auf die Uhr siehst und denkst, ja, okay, da sind wir jetzt. Hahaha. Ha, ha. Das ist jetzt der Teil. Und vielleicht haben wir jetzt endlich auch eine Möglichkeit, da den oberen Bereich zu erkunden, zu entdecken. Und naja, nach den letzten Folgen so ein bisschen Chill Out und wieder mehr forschen und entdecken. Würde mich persönlich schon wieder freuen, so zum Runterkommen ein bisschen. Aber wir wurden ja gewarnt. Trinity ist bereits im Tal, also so ist es ja nicht. Also die Frage ist, was passiert, wenn ich dort in den Schlamm, dann rutsche ich wahrscheinlich irgendwo hin. Wir bleiben mal da oben. Und es tun sich eine Menge neuer Wege auf, jetzt mit unserer Sprengmunition und so. Das war jetzt nicht der Plan. Komme ich da jemals wieder hoch? Du bist nicht Trinity. Du bist einer von uns. Scheibenkleister. Wer kann den anderen? Ich meine, okay, eigentlich jeder, der über Explosionswirkung und so nachdenkt. Aber naja. Shit happens. Wir tanken auf. Vielleicht können wir ja mit unseren neuen Kletterskills. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Muss doch gehen. Im Sprung? Alter. Dann halt klassisch. Wenigstens, dass wir den Anfangsbereich als geklärt kennzeichnen können. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst jetzt die Tür aufgebrochen. Und da bitte schon liegt dein Sammelbuch da. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Sommer, Seiten des Hauptbuchs. Wer schreibt das? War das jetzt der Prophet? Weil, war irgendwie komisch mit der Aussage, trotz allem bin ich immer noch ein Mensch. So. Ich hoffe, es hat sich ausgezahlt, die Rutschtour. Was haben wir da freigesprengt? Eine Küste.
Kipplaufflinte. Die klingt zwar ziemlich mächtig, aber ich glaube auch ziemlich langsam. So, das da unten war ja ein Freund. Zumindest, wir können nicht auf ihn zielen. Aber ich würde jetzt sagen, ich brauche, wie gesagt, Leute, man hört es auch schon an... Kann ich da noch hoch? Man hört auch schon an den Blödsinn, den ich rede und so. Ich bin echt schon kaputt. Da springen wir jetzt noch rüber. Schnappen uns noch den Schatzplan. Wandgemäldepositionen. Da hätten wir noch ein Überlebensversteck. Wo wäre denn das? Da drüben. Halt her. Dann holen wir uns das noch mit. Autsch. Sorry, Lara. Zwei Schrauben. Also, ja, die Überlebensverstecke sind jetzt nicht unbedingt so der beste Platz, um Zeug zu bekommen. Da oben war ja nichts einzeichnet. Also ich glaube nicht, dass da oben sich irgendwas versteckt. Oder? Nö, nee, da ist nur eine Lampe und so. Gut. Sieht nach einer schönen Startposition aus. Der da unten, Freund-Feind-Erkennung. Pfeil geht weg, ist ein Freund. Aber ich brauche eine Pause. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Und ich suche schon wieder eine coole letzte Aufnahme. Dings. Und sie schaut schon wieder nicht die Kamera. Ach, das ist cool. Lara? Hallo? Ja, genau, da, lächeln. Egal. Danke fürs Zusehen, ich bin draußen fertig, wünsche euch was. Ciao, Baba.